Grüezi ragazzi, bienvenue und willkommen zu Cannabis Scienzas wöchentlicher LinkedIn Live. Heute zum zweiten Mal auf Deutsch. An alle, die schon live dabei sind, ein riesengroßes Dankeschön an euch und auch an diejenigen, die sich die Aufzeichnung zu einem späteren Zeitpunkt ansehen werden. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wir hoffen, dass es euch gefällt und dass ihr vielleicht sogar etwas Neues dabei lernt. Ganz kurz zu uns. Cannabis Scienza hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Kraft der Bildung den Zugang zu medizinischem Cannabis für Patienten weltweit zu verbessern. Viele Hürden der medizinischen Cannabisbranche können durch die effektive Schulung von medizinischem Fachpersonal deutlich erhoben werden. Das bedeutet nicht nur, was sind THC und CBD, sondern wie verschreibe ich überhaupt? Was muss ich rechtlich betrachten? Welche Produkte stehen mir zur Verfügung? Fallbeispiele, diverse Indikationen und auch Umgang mit der Kostenübernahme. Etwas, worauf wir uns vor einigen Wochen in einem Live konzentriert haben. Wir entwickeln wissenschaftlich fundierte und praxisrelevante Schulungskonzepte und Werkzeuge, wie zum Beispiel CME-zertifizierte Schulungsveranstaltungen, firmeninterne Seminare und auch unser Principles of Clinical Cannabinology Handbook. Eine unheimliche Ressource für jeder, der sich für medizinisches Cannabis interessiert. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite, die ihr über unseren LinkedIn-Page erreicht. Und falls ihr es noch nicht tut, bitte abonniert unsere LinkedIn-Page. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch und geben uns sehr viel Mühe, ausschließlich qualitativ hochwertigen Content zu veröffentlichen. Genug damit und nun zum heutigen Gespräch. Es ist in letzter Zeit so einiges passiert im medizinischen Also sage ich mal, im Cannabismarkt in Deutschland, Razzien, Stellungnahme der GBA, Gesetzesänderungen, die ganze Diskussion mit der Legalisierung. Wir wollen heute ein Update geben. Mit dabei heute ist Frau Dr. Christiane Neubauer, unter anderem Geschäftsführerin der VCA, also der Verband der Cannabisversorgenden Apotheken. Zuerst einmal ein riesengroßes Dankeschön, dass du heute dabei bist. Und wenn ich dich dürfte, dich mal kurz vorzustellen, bitte. Sehr gerne, ja, Bijan. Erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, du hast ja schon vorgestellt, dass ich Geschäftsführerin bin des Verbandes der Cannabisversorgenden Apotheken. Das ist tatsächlich auch im Moment meine Haupttätigkeit. Selbstverständlich bin ich natürlich auch Apothekerin, also komme da auch vom Fach und weiß um die Hintergründe des Medizinalcannabis, was sehr wichtig ist für meine Aufgabe als Geschäftsführerin und auch wichtig ist für Gespräche, die ich eben führe, einerseits mit der Industrie, mit den Apotheken, mit Ärzten oder auch mit der Politik. Und das ist ein sehr spannendes Feld, in dem ich mich da gerade bewege, ja, weil ich so alle Positionen wahrnehme und wir versuchen in diesem Spielfeld das Beste für den Patienten herauszuholen. Ja, und ich möchte diese Gelegenheit kurz nutzen, um mich bei dir zu bedanken, weil ich bin mir sicher, es geht vielen auch genauso. Also wir sind dankbar für die Arbeit, die du leistest oder auch Kolleginnen wie Daniela Joachim vom Bundesverband oder vom Cannabis-Patientenverband. Also ein großes Dankeschön an euch. Wie gerade schon erwähnt, gab es ja vor kurzem eine Stellungnahme der GBA. Und vielleicht könnten wir damit anfangen, dass du uns mal kurz einen Überblick gibst, worum es eigentlich da ging. Und wie ich ja auch schon gesehen habe, habt ihr da auch schon darauf reagiert. Und vielleicht kannst du uns da auch ein paar Einblicke zugeben, bitte. Ja, genau. Also wir haben eine Stellungnahme abgegeben zum GBA-Entwurf, der ja im Oktober rauskam, Ende Oktober. Und die Stellungnahme musste sehr schnell passieren. Also die Zeitfenster waren wirklich sehr eng gestrickt. Trotz alledem haben wir es geschafft, mit mehreren anderen Verbänden auch noch eine Stellungnahme da abzugeben.
Und wir wurden auch eingeladen dann zur Anhörung, also konnten da auch noch mal mündlich Stellung nehmen zu den GBA-Vorschlägen. Das waren ja so immer drei verschiedene Meinungen, A, B und C Meinungen sozusagen. Was uns dabei am meisten tatsächlich belastet hat, möchte ich mal so sagen, ist einmal die Einstellung zu den Blüten. Also, dass die Verschreibung von Blüten nicht unbedingt erleichtert werden soll, sondern im Gegenteil. Also entweder es bleibt so, wie es ist. Das wäre noch die harmloseste Meinung dieser GBA-Stellungnahme. Oder es wird massiv erschwert, überhaupt noch Blüten zu verschreiben, was natürlich eine absolut untragbare Situation wäre für Patienten, die eben auf diese inhalative Einnahme angewiesen sind, weil wir haben einfach noch keinerlei Alternativen zu den Blüten. Wenn wir die hätten, wären wir ja froh, dann wären wir ja, hätten wir da zumindest etwas, was übernommen wird von den Krankenkassen. Aber wenn jetzt die Blüten rausfallen würden, das wäre fatal. Zusätzlich macht uns sehr zu schaffen auch die Fachärzte, die ins Spiel gebracht wurden, dass nur noch bestimmte Fachärzte für bestimmte Symptomatiken oder Erkrankungen zuständig sind, was das Ganze noch erschweren würde. Also zum Beispiel was bei der Multiplen Sklerose, zum Beispiel also DMS, nur noch vom Neurologen behandelt werden kann oder eben von Fachärzten für Palliativmedizin, Depressionen von Neurologen oder Psychiatern, ADHS auch nur Neurologe oder Psychiater. Also alles Fachbereiche, auch die Migräne fällt im Bereich von Neurologen. Diese Einschränkung würde tatsächlich es massiv erschweren für Patienten, überhaupt einen Arzt zu finden, der ihnen Cannabis verschreibt, weil erstmal sind nicht alle Fachärzte bereit, überhaupt Cannabis als Medizin zu verschreiben. Zweitens weiß man ja so, wenn man so schon einen Termin beim Facharzt haben möchte als Kassenpatient, wartet man locker mal so ein halbes Jahr, bis man überhaupt einen Termin hat. Diese schwerkranken Patienten, weil es geht hier ja um chronisch schwerkranke Patienten, haben nicht die Zeit, darauf zu warten, dass sie vielleicht einen Facharzt finden, der Cannabis verschreibt. Zusätzlich kommt dann noch dazu, so einem schwerkranken Patienten kann nicht zugemutet werden, einmal quer durch Deutschland zu reisen, zu diesem Facharzt, der vielleicht am anderen Ende wohnt, ne? Also das ist einfach nicht zumutbar. Und das würde eben wirklich bedeuten, dass man Cannabis als Medizin zurückdrängt. Wir haben ja nun das Gesetz bekommen, 2017, dass Cannabis als Medizin verschreiben werden kann, das verordnungsfähig ist, dass es von den Kosten übernommen wird von den Krankenkassen. Das liegt, glaube ich, nicht im Sinne des Gesetzgebers. Ich glaube, das wollte der Gesetzgeber damit nicht erreichen, dass wir jetzt wieder eine Rolle rückwärts machen und Patienten womöglich selber anbauen müssen oder sich auf dem Schwarzmarkt versorgen müssen. Das kann es nicht sein. Auch der Privatzahlerbereich ist keine Alternative, weil nicht jeder Patient kann sich jetzt ein Privatrezept leisten und kann sich leisten, seine Therapie komplett selber zu bezahlen. Das ist nicht möglich für viele Patienten. Ja, also wenn man das nochmal zusammenfasst, es wird zu teuer, es wird zu kompliziert, die Herausforderungen, die werden nicht zurückgeschraubt oder minimiert, sondern eher andersrum. Und das bedeutet, die Patienten müssen halt zu anderen Quellen gehen. Und dann stellen sich halt die Fragen, ja, woher kommt das, was dieser Patient jetzt überhaupt konsumiert? Was ist da drinne? Und all diese Sicherheitsmaßnahmen, die ein Patient, auf dem ein Patient vertrauen kann, in dem, sage ich mal, normalen Ablauf, die fallen jetzt weg. Und ihr habt ja auch, also was ist denn jetzt gerade so Stand der Dinge, wenn ich fragen darf? Also in welchem Ja, Punkt also ist und
Ja, ich hätte gerne irgendwie was berichtet zu den Richtlinien des GBA. Leider steht es tatsächlich immer noch nicht auf der Beratungsagenda. Wir warten immer noch darauf, dass diese Richtlinien jetzt rauskommen. Frühestens rechnen wir jetzt damit tatsächlich, ja, Ende Februar bis Mitte März, dass es da endlich zu einer Entscheidung kommt. Dann muss das Ganze ja noch zum BMG, also zum, was darüber natürlich entscheidet, über die Rechtmäßigkeit. Das prüft also diese Richtlinien, die das GBA vorschlägt. Auch da hat das Ministerium natürlich noch mal Zeit, das Gesundheitsministerium, da Stellung dazu zu nehmen, kann auch noch mal Stellungnahme einfordern vom GBA. Also auch das verzögert dann noch mal die endgültige Fassung. Wie es dann aussehen wird, wie dann noch Cannabis als Medizin übernommen wird von Krankenkassen. Also ich hoffe darauf sehr, dass im gleichen Zuge das Gesetz für Cannabis als Medizin novelliert wird, weil das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung. Das brauchen wir. Wir brauchen eine Novellierung des Gesetzes. Das muss auf stabilere Beine gestellt werden. Die schwammigen Erläuterungen da in diesem Gesetz, die müssen unbedingt raus. Also so zum Beispiel wie es müssen schwerstkranke Menschen oder Patienten sein, die Cannabis verschrieben bekommen. All das muss da raus, weil was ist denn das? Wie ist denn die Definition eines schwerkranken Menschen? Na, also wir brauchen da ganz klare Vorgaben, wer bekommt Cannabis als Medizin? Und auch klare Vorgaben für die Krankenkassen, wem müssen sie das erstatten? Und darauf warten wir eben, dass das hoffentlich auch passiert, parallel in der Politik. Ja, ich persönlich, ich bin im Geschäft ein sehr großer Fan von SOPs, also Standard Operating Procedure. Bedeutet, finde ich mich in einer Situation oder habe ich diese Inputs vor mir, dann gibt es ein System und wenn ich immer die gleichen Inputs habe, lande ich immer beim gleichen Output. Das fehlt heute vor allem auch in dem ganzen Prozess mit der Kostenübernahme. Ich habe zahlreiche Situationen schon mitgehört, dass die gleiche Anträge einmal abgelehnt wurden, einmal zugesagt worden sind. Und diese Standardisierung, ich glaube, die fehlt auf jeden Fall. Und was für Änderungen meinst du, Christiane, müsste es geben, um diese ganze ja, Verschreibungsprozesse für die Verordner zu erleichtern? Ja, also am besten wäre, wenn der Genehmigungsvorbehalt fallen würde. Das ist natürlich das, was wir fordern, dass der fällt. Also zumindest, das ist vielleicht, ja, es muss da Erleichterung geben. Vor allen Dingen darf es keine Regressandrohung geben für die Ärzte durch die Krankenkasse. Und das wird gemacht. Also gerade im Hinblick auf die Blüten gibt es da Regressandrohungen, dass Ärzte darum oder dazu aufgefordert werden, an die Wirtschaftlichkeit zu denken und dass es wabert irgendwie immer noch die Idee in den Köpfen der Krankenkassen herum, dass Blüten jetzt eine besonders teure Therapieform wären, was aber gar nicht so ist. Und das ist also tatsächlich sehr schwierig, das da rauszubekommen aus den Köpfen der Krankenkassen. Also das wäre unser größter Wunsch, dass der Genehmigungsvorbehalt fällt und dass die Therapiehoheit der Ärzte geachtet wird, sodass einfach Patienten der Zugang ermöglicht wird, wenn der Arzt es für nötig hält, dass der Patient es braucht. Also das so ist so die Mindestanforderung, die wir stellen. Dann ganz kurz noch zu der Genehmigung. Wir haben teilweise bis zu 40% Ablehnung. Das Ganze geht sehr oft zum MDK, also zum medizinischen Dienst der Krankenkassen. Hier sitzen oft Ärzte, die fachfremd sind. Ne? Also ein Orthopäde entscheidet vielleicht über einen Migränepatienten. Das ist natürlich schwierig, weil er eben in diesem Fachbereich gar nicht tätig ist. Und von daher
ist erstmal diese ganze Absegnung durch den MDK ist sehr schwierig und außerdem, es ist immer nur eine Empfehlung für die Krankenkasse. Sie kann sich danach richten, muss sich aber nicht nach der Vorgabe des MDK richten. Nur leider ist es so, wenn der MDK die Genehmigung ablehnt, richtet sich die Krankenkasse natürlich dann immer gerne nach der Vorgabe des MDK. Und das muss alles geändert werden. Der Zugang muss erleichtert werden für Patienten, wenn der Arzt es für nötig hält. Ja, ich glaube auch, also da stimme ich dir auf jeden Fall voll und ganz zu. Ich glaube auch, all diese zusätzliche Arbeit, die die Ärzte leisten müssen bei einer Cannabis-Therapie, die müsste auch eigentlich irgendwann mal, sage ich mal, außer Spiel genommen werden. Dentons hat zum Beispiel auf diesen ganzen Prozess mit dem GBA berichtet und hat berichtet, dass die Verordner in Deutschland müssen ja eine Begleiterhebung mitführen, wenn sie eine Cannabis-Therapie bei einem Patienten starten. Es wurde berichtet also es wurde von der BfArM geschätzt, dass ungefähr 70.000 solche Therapien stattfanden zwischen 2017 und 2022. Davon aber nur 21.000 von diesen Begleiterhebungen mit in Betracht genommen worden sind. Davon wiederum nur 16.809, die wirklich für die, sage ich mal, Ergebnisse ja, verantwortlich waren. Das bedeutet, 16.800 von 70.000 Therapien wurden eigentlich nur in Betracht genommen in Ja, diesem also ganzen Prozess. das Und wenn man klar. betrachtet, wie viel Zeit und wie viel Arbeit die Ärzte geleistet haben, nur am Ende, damit die Daten doch nicht verwendet werden, ist es alles ein bisschen paradox. Ja, Aber also die Daten wurden verwendet, hat das GBA natürlich verwendet als Basis für seine Stellungnahme, aber dass diese Zahlen natürlich nicht validierbar sind, das hat auch das BfArM gesagt. Ne? Also das ist allgemein bekannt. Ne? Das ist halt sehr lückenhaft, sehr fehlerhaft, zumal das auch überhaupt nicht das Gesamtbild, wie du ja schon sagst, die Zahlen sprechen für sich, das Gesamtbild wird da gar nicht abgebildet der Patienten. Die Cannabis verschrieben bekommen. Also deswegen absolut keine validierbaren Zahlen, die da generiert wurden. Ja, absolut. Und von deiner Perspektive aus also in der Apotheke und auch in deiner Zusammenarbeit mit den Apotheken, darf ich fragen, was siehst du als mögliche Schritte, die Spieler in dem Markt nehmen können, also diese Firmen, die unterwegs sind im Markt? Was können sie tun, um eure Initiativen bei der VCA zu unterstützen, aber auch, sage ich mal, selbstständig irgendwas beizutragen, dass diese Novellierung auch stattfinden wird und auch richtig stattfinden wird. Also es gibt Unterstützung natürlich von der Industrie. Also zum Beispiel der BVCW hat sich natürlich auch beteiligt an der Stellungnahme. Der BPC hat sich beteiligt. All das sind natürlich Verbände, die Industriepartner vereinigen. Und von daher, die Industrie kämpft da wirklich an unserer Seite und für die Patienten, was ich sehr gut finde. Was wir in den Apotheken brauchen, also es gibt einfach zu wenig cannabisversorgende Apotheken. Darüber sind wir uns alle im Klaren. Aber auch da für die Apotheke sind die Hürden zu hoch. Und zwar geht es da hauptsächlich auch um Identitätsprüfung. Das Ganze ist ja eine Rezeptur, ein Rezepturarzneimittel. Das heißt, wir sind herstellend in der Apotheke. Und wir sind verpflichtet, die Ausgangsstoffe, sprich Cannabis, eine Identitätsprüfung zu machen. Diese Identitätsprüfung ist entweder eine Dünnschichtchromatographie, es ist aber auch in manchen Regionen auch ein Nahinfrarotspektroskopie erlaubt. Es muss mikroskopisch untersucht werden. Also es ist alles sehr, sehr aufwendig. Es ist sehr personalintensiv. Fakt ist, was für uns eine Riesenhürde ist,
dass das gar nicht bundeseinheitlich, diese Identitätsprüfungen sind nicht bundeseinheitlich geregelt. Das heißt, die unterscheiden sich schon innerhalb von zwei Städten eines Bundeslandes. Also das ist total verrückt. Kann sich ja auch unterscheiden von Amtsapotheker zu Amtsapotheker beziehungsweise Pharmazierat zu Pharmazierat, die das Ganze überprüfen. Jeder hat da so ein Stück weit seine eigene Einstellung, wie die Anforderungen sein müssen. All das muss auch reguliert werden. Jetzt, also möchten wir natürlich auch eine Regulation, auch im Rahmen einer Novellierung des Gesetzes, wäre das auch ganz wichtig, dass dieses Thema behandelt wird. Weil wenn diese Hürden auch abgebaut werden für die Apotheke, nämlich diese hohen Hürden der Identitätsprüfung, dieser hohe Aufwand, den die Apotheke betreiben muss, würden sich mit Sicherheit mehr Apotheken auch mit diesem Thema beschäftigen. Das ist genau wie bei den Ärzten, die haben auch einen unfassbar hohen bürokratischen Aufwand, den sie dann irgendwo scheuen, weil das kostet einfach wahnsinnig viel Zeit, ne, diese Anträge zu stellen, sich damit auseinanderzusetzen. Es sind einfach sehr ambitionierte Ärzte, die sich intensiv damit auseinandersetzen. Absolut, absolut. Und da eigentlich, das wollte ich vorhin schon erwähnen, Ärzte sind auch nur Menschen. Und wenn man jetzt mal betrachtet, was die Auswirkungen wären von diesen vorgeschlagenen Änderungen, zum Beispiel, dass nur so gewisse Fachgruppen Cannabis verordnen können. Ich meine, wie viele Patienten würden dann jetzt von dem Hausarzt zu irgendeinem Spezialist hin müssen? Und was für eine Auswirkung hätte das dann auf diesen Spezialist, der vielleicht vorher Lust hatte, mit Cannabis zu arbeiten, jetzt aber da eine Schlange vor seiner Praxis stehen hat, ausschließlich für Cannabis und dann da doch keinen Bock mehr drauf hat. Und da, das ist vielleicht auch ein guter Übergang zu was wir auch vor dem Live jetzt besprochen haben. Und das ist die ganze Stigmatisierung zu dieser Thematik. Und auch vielleicht nochmal zu betonen, was Cannabis für Patienten eigentlich bedeutet. Vielleicht kannst du da auch deine Perspektive mal teilen. Ja. Ja, also ich spreche ja tatsächlich mit vielen Patienten. Einige werden das mit Sicherheit wissen, dass ich einen Podcast mache mit Patienten, wo ich mit Patienten mich unterhalte über ihre Therapie mit Cannabis. Und da stelle ich immer wieder fest, dass Cannabis für diese Patienten wirklich die letzte Chance ist, überhaupt noch am Leben teilnehmen zu können, aber auch wieder in die Arbeitswelt zurückkehren zu können, weil auch das hat natürlich ein wirtschaftlicher Faktor, das darf man auch nicht unterschätzen. Das sind Patienten, die vielleicht vorher arbeitsunfähig waren und die jetzt wieder integriert werden können in die Arbeitswelt und insofern dann natürlich wieder beitragen zum Bruttosozialprodukt, würde ich jetzt mal sagen. Also das sollte auch gesehen werden von den Krankenkassen. Und das ist wirklich eine Therapieform. Also wir gehen ja heute noch von austherapierten Patienten aus. Ne, die haben schon die ganze Litanei der Leitlinien hinter sich gebracht, mit allen Nebenwirkungen, die es mit sich bringt. Und das ist dann deren letzte Chance. Auch das muss geändert werden. Es kann nicht sein, dass Patienten erst alles genommen haben müssen, wo festgestellt wird, es vertragen sie gar nicht, es hilft ihnen nicht, bevor sie zu der Therapie mit Cannabis kommen. Also Ja. da müssen wir eine Entstigmatisierung auch erreichen. Patienten, chronisch schwerkranke Patienten sind keine Kiffer auf Rezept, möchte ich hier nochmal betonen, sondern das sind wirklich schwerkranke Menschen, deren letzte Chance dann die Therapie mit Cannabis ist und die wird auch häufig als Add-on, also als Co-Medikation genommen. Ne? Also Cannabis kein Wunderheilmittel. Ne? Also Ganz das bitte muss man auch immer dazu sagen, sondern es wird eben ganz häufig als Co-Medikation genommen zu einer anderen Medikation. Aber wenn wir im Schmerzbereich sind, Opioide können zum Beispiel runterreduziert, die Dosierung kann runterreduziert werden. Es wird alles besser vertragen. Ne? Und wichtig ist eben diese ganze Symptommatrix. Das ist der große Unterschied, dass über Cannabis immer eine ganze Symptommatrix behandelt wird. Ja. Während bei einem Schmerzmittel wird der Faktor Schmerz behandelt, bei Cannabis sieht es anders aus. Ne? Da werden auch noch Schlaflosigkeit, Depressionen, ne? Also diese ganzen Dinge werden eben mitbehandelt.
Ja, ich glaube auch, das möchte ich auch nochmal hier betonen, ihr als Apotheker spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Kampf gegen die Stigmatisierung, weil ich sehr oft höre, dass ihr als Apotheker eigentlich einer der ersten Anhaltspunkte seid, wenn ein Patient sich über Cannabis informieren möchte. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund, warum die Industrie nicht nur ich weiß, wir müssen wirtschaftlich denken und so, aber es sollte sich nicht nur um die Gruppe von Apotheken handeln, die schon mit Cannabis arbeiten. Aber wie können wir all diese anderen Apotheken erreichen? Denn ich glaube, wir sind vielleicht im Durchschnitt bei 10% der Apotheken arbeiten gerade mit Cannabis. Wenn diese Zahl auch nur noch weitere 10% steigt, dann sind das ja ganz viel mehrere Gespräche, die geführt werden in ruhigen Ecken des Landes. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt und eine sehr wichtige Strategie, um diese Stigmatisierung zu bekämpfen. Ja, absolut. Außerdem auch bei Ärzte. Ich meine, ich bin in Kanada aufgewachsen. Meine Beziehung und meine Perspektive von Cannabis ist ganz anders als vielleicht jemand, der es nicht hat. Und ich war schon entsetzt in diese Momente, wo ich mich in einer Praxis als Industrievertreter befand. Und bevor ich überhaupt Cannabis ausgesprochen habe, werde ich schon aus der Praxis geschmissen, weil sie ja hier keine Junkies haben wollen. Und das die diese Einstellung, diese Wortwahl, wir müssen was dagegen tun, weil das ist auf jeden Fall, entspricht nicht die Realität. Dafür gibt es auch zu viel Wissenschaft, das dahinter steckt und einfach zu viele Beispiele, auf die man zeigen kann. Und ich möchte unser Publikum hiermit mal ganz kurz nochmal erinnern, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ich sehe, ihr seid aktiv untereinander und das ist super. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt an Christiane, dann gerne rein damit in die Kommentare. Auch eine ganz kurze Frage am Rande. Kann jemand das hier lesen, was hier steht? Und falls ja, vielleicht könnt ihr das auch mal in die Kommentare schreiben, denn ich bin mir nicht sicher. Und genau, vielleicht auch nochmal, um das ganze Gespräch ein bisschen zu Ende zu bringen, Christiane. Vielleicht kannst du uns auch mal ganz kurz erklären, was ist der VCA, was tut ihr, wie kann man euch unterstützen und wie kann man sich mit dir in Kontakt setzen? Ja, also wir sind ein Verband für die cannabisversorgenden Apotheken, wobei wir natürlich längst nicht alle cannabisversorgenden Apotheken vertreten. Einmal nur kurz zur Anzahl, weil du sie angesprochen hast. Wir haben ja etwas über 18.000 Apotheken in Deutschland und zwischen 2.000 bis 3.000 sind cannabisversorgend. Und 120 Apotheken sind bei uns Mitglied im Verband. Wir freuen uns natürlich, wenn wir noch mehr Mitglieder dazu gewinnen können. Also wir verbinden eben die Apotheken mit Ärzten. Also wir haben einen regelmäßigen Austausch mit Ärzten. Wir verbinden sie mit der Industrie. Wir haben natürlich einen Austausch zu unseren Industriepartnern. Und die Politik und Patienten sind auch nicht zu vergessen. Wir haben also guten Kontakt zu Patienten. Bedekan zum Beispiel hattest du schon angesprochen. Ne, wir versuchen politisch was zu erreichen für die Patienten, für Apotheken. Und von daher ja, sind wir so der Knotenpunkt und versuchen alle Player, die sich da befinden, miteinander zu verbinden und da gemeinsam irgendwie nach vorne zu gehen und etwas zu erreichen. Also das ist so die Aufgabe. Und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung. Wir freuen uns natürlich auch über Fördermitglieder auch in der Industrie. Auch da gibt es Fördermitglieder, aber natürlich auch Fördermitglieder aus dem Apothekenbereich, die uns ganz, ja, ganz wichtig sind, dass das noch mehr werden und vor allen Dingen, dass auch noch mehr Cannabis versorgend werden und sich über das Thema Cannabis informieren. Das können die natürlich auch immer gerne bei uns machen. Also wir geben gerne Informationen dazu. Sehr gut, sehr schön. Ich möchte dann diese Gelegenheit nutzen, mich bei dir nochmal zu bedanken, Christiane. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du heute dabei warst. Wir können nochmal einen Blick in die Kommentare
werfen und schauen, ob es irgendwelche Fragen gibt. Arbeiten wirklich schon 10% der Apotheken mit Cannabis? Das hast du gerade angesprochen. Es sind ungefähr 18.000 Apotheken in Deutschland. 2.000 bis 3.000 arbeiten, also eigentlich mehr als 10%, Ja. arbeiten oder haben an irgendeinem Zeitpunkt schon mal mit Cannabis gearbeitet. Genau. Davon wiederum nur ein kleines Prozent der Apotheken sind auch Mitglieder beim VCA. Bedeutet, eigentlich gibt es da noch sehr viel Gelegenheit, euch ein bisschen zusammenzutun und da die Ressourcen auch zusammenzubringen. Also, falls es Apotheker oder Apothekerin gibt im Publikum, auf jeden Fall bei Christiane melden. Und ja, Sehr Christiane, gerne. Ja, ein vielen Dank. riesengroßes Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier so ein kleines Update geben darf. Vielleicht treffen wir uns dann nochmal, wenn GBA durch ist und wir da mehr wissen. Absolut, absolut. Wir halten diese Gespräche immer so in 30-Minuten-Takten. Ich glaube, wir könnten hier stundenlang sitzen und den Markt diskutieren. Aber spätestens, wenn es ein Update gibt mit dem GBA, sehen wir uns wieder. Nochmal ein Genau. riesengroßes Dankeschön an dich, hier Christiane, und auch vielen Dank an alle im Sehr gerne. Publikum. Und falls ihr das hier lesen könnt, schreibt es in die Kommentare. Ich bin wirklich neugierig, okay? Ein riesengroßes Dankeschön an alle und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.